Heute geht es um Wolken, die großen Unbekannten des Klima im Klimasystem. Wir werden mit unserem Thema heute in die Tiefen der Grundlagenforschung eintauchen oder, um im Bild der Wolken zu bleiben, in die Höhen der Grundlagen, uns in die Höhen der Grundlagenforschung aufschwingen. Das ist vielleicht genauer. Da scheint dann der unmittelbare Praxisbezug erst einmal hinter dem Horizont zu verschwinden beim Thema Grundlagenforschung. Dazu zwei Anmerkungen. Erstens, das ist auch in Ordnung so, denn grundlegende Innovationen, denen geht in der Regel immer Grundlagenforschung mit langen Fristen und langen Zeitreihen voraus. Und sie findet meistens abseits des öffentlichen Interesses statt. Die unmittelbare Gesellschaftsrelevanz ist eine wesentliche und eine zentrale Begründung für Forschung, aber sie ist eben nicht die einzige. Mittelbar gibt es den Bezug zur Gesellschaft durchaus, denn wenn über Klimawandel diskutiert wird, geht es immer auch um die Frage, was genau wird sich ändern, wie genau wird sich was auswirken. Und da gibt es eben immer noch ganz erhebliche Wissenslücken über die Prozesse im Klimasystem. Dazu gehören gerade auch die Wolken. Wir sind momentan als Verband gerade dabei, ein Positionspapier zur Zukunft der Klimaforschung zu schreiben, das nur so als Anmerkung. Auch da, es wird also im Mai wird das verabschiedet werden, das schon mal so zur Ankündigung. Auch da spielt die Vertiefung des Systemverständnisses eine große Rolle. Wir haben das als eine der drei großen Herausforderungen identifiziert und werden dazu auch ganz konkret Stellung nehmen. Auch die Wolken spielen da wieder eine prominente Rolle. Wir begeben uns also heute in die Höhen der Grundlagenforschung. Beobachten und messen ist unser Thema. Beobachten und messen von Wolken, flüchtige, schwer erreichbare, aber wirkmächtige Systeme. Die gute Nachricht: In der letzten Zeit haben sich die Messtechniken in der Klimaforschung enorm weiterentwickelt. Einmal in vitro, in Anführungsstrichen, also nicht direkt in der Petrischale, aber immerhin als Simulation von Wolkenprozessen im Labor. Dazu wird uns Herr Strattmann als erstes berichten, was man da alles dran sehen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch Messungen, die in situ, also vor Ort sind, mit Messkampagnen durch Flugzeuge, Hubschrauber, Ballons. Es gibt noch andere Messmethoden. Ich glaube, da werden Sie vielleicht ganz kurz was dazu sagen, aber das sind eigentlich die beiden Hauptmethoden. Ich begrüße ganz herzlich zu meiner Rechten Dr. Frank Strattmann, Leiter der Abteilung Experimentelle Aerosol- und Wolkenmikrophysik am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung, kurz TROPOS, in Leipzig. Studiert hat er Maschinenbau an der Universität Duisburg und promoviert im Fach Elektrotechnik. Das fand ich bemerkenswert, vom Ingenieur zum Wolkenforscher. Er ist inzwischen Vorstandsmitglied der Internationalen Konferenz zu Wolken und Niederschlag und in leitender Funktion tätig am Leipziger Cloud Aerosol Interaction Simulator, kurz LACIS. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiges Instrument, das wird er uns nachher erklären, im sogenannten Wolkenturm. Wirklich ein riesiges Gebäude, was ich selbst schon mal besuchen durfte, was ich sehr beeindruckend finde. Und dort ist diese Apparatur. Dann zu meiner Linken Dr. Martina Krämer vom Institut für Energie- und Klimaforschung am Forschungszentrum Jülich. Sie hat Meteorologie an der Universität Mainz studiert, promoviert am Institut für Physik der Atmosphäre an der gleichen Universität und seit 1996 sind sie am Forschungszentrum Jülich. Frau Dr. Krämer leitet die Arbeitsgruppe Wasserdampf und Wolken und hat am IPCC-Weltklimabericht mitgewirkt und zwar als Expert Reviewer. Frau Krämer war in dem letzten Jahr an drei Messkampagnen, hat sie mir gerade gesagt, beteiligt, von der Arktis bis nach Brasilien, also an ganz unterschiedlichen Orten. Das ist diese In-Situ-Beobachtung, dazu wird sie uns noch etwas noch Näheres erläutern. Und mit diesen Messkampagnen trägt sie dazu bei, den weltweit größten Datensatz zur Entstehung von Cirruswolken, was das genau ist, werden Sie gleich erfahren, beizutragen. Ja, mit diesen kurzen Vorstellungen gehen wir gleich in Medias Res. Bitte schön, Herr Dr. Strattmann. Ja, schönen guten Morgen erstmal. Vielleicht noch eine kleine Vorbemerkung. Das Thema ist ja Wolken, die großen Unbekannten im Klimasystem. Und das ist jetzt nur sozusagen ein bisschen ein Teaser, was wir beide, also die Frau Krämer und ich hier heute Morgen vortragen. Wir könnten also locker 3, 4, 5 Stunden über Wolken reden und hätten dann immer noch nicht alles abgehandelt. Also ich glaube, eine der wichtigen Nachrichten, die Sie bitte mitnehmen von hier heute ist, also Wolken sind unglaublich kompliziert.
Und das ist einer der Gründe, es finden eine Vielzahl von Prozessen in Wolken statt. Und das ist einer der Gründe, weswegen die Wolken halt eben auch noch das große oder die große Unbekannte im Klimasystem sind, weil sie halt eben einfach so komplex sind, dass man da Jahre und Jahrzehnte braucht, um sie wirklich zu verstehen. Gut, als kurze Einführung vielleicht nur erstmal unsere ein Teil unserer Motivation. Der IPCC-Report ist ja sicherlich Ihnen ein Begriff. Den meisten von Ihnen deshalb noch mal eine kurze Zusammenfassung. Was hier also aufgetragen ist in diesem Bild, sind also die Strahlungsantriebe für das Klima. Das sind also mehr oder weniger sozusagen, man kann sich vorstellen, das ist das, was versucht, das System auszulenken oder das, was wir dazu beitragen, dass das System halt eben von seinem Zustand, wie er mal früher war, sozusagen sich wegbewegt. Und da gibt es halt eben die Haupttriebkraft, die ist natürlich bekannt, ist das CO2 hier oben, das heißt, die wirkt wärmend. So, wenn wir jetzt, ich werde jetzt nicht durch alle durchgehen, es gibt noch ein paar andere Gase, die auch noch erwärmend auf das Klima wirken, wie zum Beispiel das Methan, geht ja auch schon öfter mal durch die Medien. Wir haben aber auch zwei kühlende Effekte und das sind die Effekte von Aerosolpartikeln. Also Aerosolpartikel, auch Feinstaub genannt, also ist eigentlich der Begriff, der im Allgemeinen etwas bekannter ist als die Aerosolpartikel. Die haben zwei Auswirkungen. Die eine Auswirkung ist schon mal direkt, dass sie also Licht, das von der Sonne kommt oder Energie, die von der Sonne kommt, in den Weltraum zurückstreuen, reflektieren. Die Frau Krämer wird das gleich noch ein bisschen genauer zeigen auf Folien. Das heißt, sie wirken kühlend. So, zumindest ist das jetzt erstmal so die erste Annahme, die dahinter steckt. Das macht die ganze Situation ein bisschen schizophren, weil ich meine, wir bringen ja nicht als Menschheit nicht nur Gase in die Atmosphäre ein, sondern wir bringen auch Partikel ein. Das heißt also, man könnte jetzt mal stark vereinfacht behaupten, dass also unsere Luftverschmutzung kühlend aufs Klima wirkt. So einfach ist es nicht. Das ist vielleicht die nächste Nachricht, die man mitnehmen möchte, weil sie wirken zwar netto kühlend, wenn jetzt allerdings der Ansatz sein sollte, also wir verdrecken unsere Umwelt noch fröhlich weiter mit Partikeln und machen damit alles besser, also das wäre sicherlich nicht die richtige Antwort auf die Klimaproblematik. Dann haben wir noch einen Effekt und um den geht es eigentlich heute hauptsächlich oder etwas mehr. Aerosole haben auch einen sogenannten indirekten Effekt. So hieß er zumindest früher mal. Ich finde die Nomenklatur immer noch die bessere. Das heißt, die Aerosolpartikel, die in der Atmosphäre vorhanden sind, wirken auf Wolken. So, und da ist eigentlich die wichtige Information, dass also Aerosolpartikel nicht von Natur aus böse sind, was also im Rahmen der Feinstaubdiskussion öfter mal so ein bisschen der Eindruck entsteht. Also es hat sie immer gegeben. Und ohne diese Partikel in der Atmosphäre, also ohne den Staub in der Atmosphäre, gäbe es keine Wolken. Ohne die Wolken gäbe es keinen Niederschlag. Und das heißt also mit anderen Worten, wenn wir die Partikel nicht hätten, dann wäre unsere Welt eine andere. Also das, wie gesagt, also wichtig, sie sind nicht von Natur aus böse, nur wenn sie halt eben zu viel von ihnen werden, da sind, wozu die Menschheit nur beiträgt, dann wird es natürlich schon wieder ganz interessant. Und das ist eine der Fragen, um die es unter anderem geht. Das heißt, wie wirkt sich jetzt die Partikelverschmutzung auf die Eigenschaft von Wolken aus? So, dazu sollte man sagen, Wolken sind so ein bisschen wie so ein Sonnenschirm. Ich meine, ich schätze mal, die meisten von Ihnen haben sicherlich schon mal im Flugzeug gesessen. Und wenn Sie dann von oben auf die Wolken runtergucken, die sind ja richtig schön grell weiß. Und das, was Sie da sehen, ist praktisch Licht, was die reflektieren. Von der Sonne, was kommt. So, und so reflektieren die Wolken halt eben auch Energie zurück in den Weltraum und wirken kühlend. Was wir jetzt machen, indem wir unsere Umwelt mit Partikeln verschmutzen, ist, dass wir die Eigenschaft von Wolken verändern. Oder nicht nur wahrscheinlich, sondern für einzelne Wolken ist das sogar klar. Und damit halt eben sozusagen deren Kühlwirkung verändern. Und das ist jetzt eine der großen Unbekannten, wenn wir jetzt hier unten mal sind. Das ist dieser Balken hier unten. Und dieser kleine Balken, das ist die Unsicherheit, die existiert in der Vorhersage, in den Klimamodellen. Die aufgrund dieser Reaktion, nennen wir es mal, von Wolken auf die Partikel, auf die Veränderungen der Partikel, die die Menschheit gemacht hat. Und wenn man sich das mal anguckt, also das ist ein verdammt großer Balken hier oben. Und diese Unsicherheit, es wirkt kühlend, aber wie viel kühlend es wirkt, ist halt eben nicht so ganz klar. Und daher kommen zum Beispiel diese Unsicherheiten, wie sie jetzt auch noch im IPCC-Report drin sind, also es wird meinetwegen 2 Grad wärmer oder es wird 4 Grad wärmer. Diese Unsicherheiten sind da unter anderem da in diesem Fehlerbalken begründet, der uns natürlich dann zu unserer Forschung motiviert, weil den wollen wir kleiner bekommen. In dem Zusammenhang ist vielleicht eine Nachricht noch ganz wichtig.
Also egal, wie viel die Wolken jetzt kühlen oder nicht, sie sind keine Ausrede für irgendwelche in Bezug auf Klimaveränderungen etc. etc. Die Klimaveränderungen sind da, sie passieren. Die Wolken können es vielleicht ein bisschen abdämpfen, aber sie können es sicherlich nicht verhindern, was passiert. Trotzdem will man natürlich wissen, wo es hingeht, und das mit ein bisschen höherer Genauigkeit. Und das ist dann, wie gesagt, der Grund, warum wir uns da so ein bisschen mehr mit beschäftigen. Gut, so viel zur Motivation. Also man kann das Fazit nennen, hier vielleicht die direkten und indirekten Wirkungen von Aerosolpartikeln im Klimasystem sind immer noch mit großen Unsicherheiten behaftet, und deshalb müssen wir da noch ein bisschen besser zu verstehen. Müssen wir versuchen, die ein bisschen besser zu verstehen. So, jetzt habe ich über Wolken geredet. Es gibt aber, und das ist vielleicht auch ein sehr wichtiger Punkt, es gibt nicht die Wolke. Also Wolken sind dynamische Gebilde. Es gibt unterschiedliche Arten von Wolken. Und selbst wenn ich jetzt dieselbe Art von Wolke angucke, keine Wolke ist wie die andere. So, und das macht eine Sache, macht das sehr schwierig, wenn man an Wolken misst. In der Atmosphäre möchte man gerne, muss man möglichst viel messen. So, Wolken messen ist aber teuer, weil sie sind hoch oben, man muss irgendwie hinfliegen, man muss hinkommen, sie sind flüchtig, sie existieren nur für eine gewisse Zeit. In manche fliegt man besser gar nicht rein, weil das Flugzeug nach vom Himmel fällt, gegebenenfalls. Das heißt also, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt nicht die Wolke, es gibt eine Vielzahl von Wolken, die alle ihre eigenen Eigenschaften haben und ihre eigenen Antworten sozusagen auf irgendwelche Einflüsse von außen. Ich habe das hier mal kurz dargestellt. Wir haben die warmen Wolken, das sind so die klassischen Schönwetterwolken hier unten. Die sind nicht ganz so spannend, jedenfalls nicht im Rahmen des heutigen Themas. Dann gibt es die sogenannten Mischphasenwolken. Die sind schon etwas interessanter. Das sind Wolken, wo Wasser und Eis gleichzeitig existiert. So, wir gehen jetzt also rauf in der Atmosphäre. Wir sind jetzt hier so einigen Kilometer Höhe. Danach kommen die Zirren. Das ist immer noch ein bisschen höher. Das ist ungefähr so in 10 Kilometer Höhe, sagen wir mal, Größenordnung mäßig. Das ist ungefähr da, wo die Flugzeuge fliegen. So, also das ist, um damit Sie mal so ein Gefühl dafür bekommen, in welchen Höhen wir reden. Die sind auch sehr interessant. Da wird die Frau Kämmer hinterher drüber reden. Und dann gibt es darüber noch eine Vielzahl von anderen Wolken, mit denen wir uns heute nicht beschäftigen werden. Das Wichtige ist eigentlich nur in dem Zusammenhang, es gibt in unterschiedlichen Höhen gibt es unterschiedliche Wolken, die sich auch unterschiedlich verhalten und unterschiedliche Wirkungen im System haben, im Klimasystem haben. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang, keine Wolke ist wie die andere. So, das macht unser Leben als Forscher natürlich ein bisschen komplizierter. Und ein Ansatz, und das heißt, das sollte man vielleicht auch vorausschicken, also wenn man jetzt denkt, man könnte jetzt mit Feldmessungen oder Labormessungen das Problem in den Griff bekommen, dann ist das eine Fehlannahme. Also wir können nur mit einer Kombination von Experimenten im Labor, Experimenten im Feld und Experimenten auf Computern, das heißt, wir versuchen irgendwie zu berechnen, was da passiert, wirklich versuchen, das System zu verstehen. Es geht nur über diesen, nennen wir es mal, ganzheitlichen Ansatz. Also wenn man eins davon wegnimmt, ist eigentlich Thema durch. Also wir brauchen alle Ansätze, um dieses System in den Griff zu bekommen. Ich denke, das ist wichtig, weil das auch unter anderem die Komplexität des Systems ein bisschen unterstreicht. Machen wir es noch ein bisschen komplizierter. Entschuldigung, das war die falsche Richtung. Ich sprach von Aerosolpartikeln, die in der Atmosphäre sind und die halt eben ein maßgeblicher Teil von Wolken sind, weil sich die Wolken, wie gesagt, an ihnen bilden. Auch hier gilt, es gibt nicht das Aerosolpartikel, das wäre schön, das tut es aber nicht. Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Partikeln und auch die aus unterschiedlichen Quellen herrühren. Ich habe hier nur mal ein paar Beispiele genommen. Also hier gibt es zum Beispiel, also Wüstenstaub ist also einer von den Klassikern, und da kommen richtig Mengen zusammen, die da um den Globus transportiert werden. Seesalz ist auch eins, also wirklich Seaspray, das, was man immer das gesunde Klima am Meer, sind diese Partikel. Wir haben Vulkanausbrüche etc. etc. Wir haben Waldbrände. Wir haben natürlich auch die ganzen anthropogenen Quellen, die also massiv Partikel in die Atmosphäre einbringen. Diese Bäume hier, das sieht auf den ersten Blick ein bisschen nicht intuitiv aus. Da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber was das mehr oder weniger, wofür das steht, ist, das sind hier alles mehr oder weniger Partikel, die direkt emittiert werden. Das heißt, sie haben eine Quelle, meinetwegen die Wüste, und die bringt Staub in die Atmosphäre ein. Es gibt aber auch Gase, und da sind Bäume, Wälder zum Beispiel der Klassiker, die geben wirklich Gase ab, und diese Gase reagieren in der Atmosphäre und formen dann, und diese Reaktionsprodukte, wie wir die nennen, die formen dann Partikel. Die können auch so groß werden, dass sie irgendwann mal als Wolkenkondensationskerne dienen.
Wenn das von Interesse ist, können wir da gerne im Detail ein bisschen später noch drüber reden. Ich glaube, die wichtige Message hier ist, dass halt eben, wie gesagt, auch Aerosole an sich sind schon sehr komplex und es ist sehr unterschiedlich, wie jetzt aus diesen Aerosolpartikeln Wolken werden. Also teilweise werden gar keine draus, andere sind zum Beispiel wie dieses Seesalz, sind sehr, 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 sehr gute, wie wir die nennen, Wolkenkondensationskerne. Und das heißt, wenn wir das System verstehen wollen, dann müssen wir global wissen, wie viel von dem Zeug wir eigentlich in der Atmosphäre haben, wo es herkommt, wie es transportiert wird, etc., etc. Also ein weiterer, sozusagen zusätzliche Komplexität, die im System reingebracht wird. Gut, jetzt machen wir das Leben wieder einfach. Jetzt gehen wir aus dieser furchtbar komplexen Geschichte. Im Feld gehen wir runter, gehen wir ins Labor. Philosophie hinter Laborexperimenten ist, ich vereinfache mein System so weit, dass ich es wirklich im Griff habe. Dass ich sagen kann, okay, ich führe jetzt ein Experiment durch, ist für unter den und den Bedingungen und die Bedingungen kann ich wiederholen und ich weiß, was ich tue, wenn ich es mal salopp ausdrücke. Dafür sind Laborexperimente gut. So, und dann haben wir jetzt in unserem konkreten Fall, haben wir dafür dieses Wolkenlabor gebaut. Das ist dieses hübsche Gebäude, von dem Frau Beck schon gesprochen hat. Also wir hatten ambitionierte Architekten, was sich im Nachhinein auch als durchaus positiv erwiesen hat. Weil nur wissenschaftliche Ergebnisse allein ist ja eine Sache. Wenn man die auch noch ein bisschen verkauft, ist natürlich verkaufen kann, ist natürlich eine andere. Und da ist dieses Gebäude definitiv ein Teil des Bildes. Gut, das Gebäude ist eigentlich rumgebaut worden um das Experiment. Und in dem Experiment, ohne Sie damit irgendwelchen Details zu langweilen, haben wir das wie folgt. Wir haben also eine Wolke, die wir da erzeugen, die ist 6 Meter lang und hat einen Durchmesser von 2 Millimeter. So, das erscheint Ihnen jetzt wahrscheinlich erstmal etwas mickrig und klein. Ich sage, es ist wahrscheinlich die kleinste Wolke, die auf der Welt existiert, aber es ist dafür auch die bestkontrollierteste. So, das sagt uns jetzt auch ein bisschen was, weil Wolken sind sehr sensibel, also wenn man es mal so sagen möchte. Und bereits kleine Änderungen in den Bedingungen, unter denen sie entstehen oder unter denen sie sich entwickeln, kann schon massive Änderungen auf die Wolken haben. Das ist eins der Probleme. Die Dinger sind wirklich sehr empfindlich. Und wir müssen es sehr genau, halt eben die Bedingungen einstellen im Labor und dafür dieser Aufwand, den wir hier getrieben haben. Ziel der ganzen Sachen ist, wir wollen Experimente machen zur Wolkenbildung und zum Tropfengefrieren. Da sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Und wie Frau Beck eben schon angedeutet hat, wir arbeiten hier auf dem Niveau Erlangung von fundamentalem und quantitativem, das ist besonders wichtig, Prozessverständnis. Also es ist nicht nur, dass wir einfach wissen wollen, okay, wie funktioniert was, so spannend das ist, aber wir wollen es auch wirklich in der Lage sein, dass wir nennen das quantifizieren, also man kann auch salopp sagen, in Zahlen fassen. Also wir wollen wirklich eine Formel haben, die am Ende rauskommt und sagt, okay, unter den Bedingungen verhält sich das System so und so. Die finden auch tatsächlich schon direkt, also besonders hinsichtlich Eisnukleation, also hier Tropfengefrieren, finden solche Sachen auch schon direkt einen Eingang in die Klimamodelle. Ja, ich gebe Ihnen mal als nächstes mal so ein Beispiel. Falls das von Interesse sein sollte, also zur Eisnukleation, weil es mein persönliches Steckenpferd ist im Augenblick, da können wir uns auch stundenlang drüber unterhalten. Ich gebe Ihnen mal nur die wichtigsten Informationen. Die erste wichtige Information ist, Wasser gefriert nicht bei 0 Grad Celsius. Ich glaube, das ist... Der So, ich meine, ich kann jetzt mal fragen, bei welcher Temperatur gefriert es denn? Weiß es irgendjemand? Das ist jetzt unfair, nicht da hingucken. Also ein reiner Wassertropfen, ich gebe Ihnen mal eine Zahl, die mich selber sehr beeindruckt hat, als ich das erste Mal gehört habe. Also ein reiner Wolkentropfen, in dem kein Partikel drin ist, wird bei minus 38 Grad gefrieren. So, dann... Ich finde die Zahl auch ungeheuer beeindruckend. Also das heißt, wenn wir in die Atmosphäre hochgehen, es gibt sehr, sehr viel, das sind besagte Mischphasenwolken, über die ich eben geredet habe. Diese Wolken bestehen aus Wasser und Eis. Und das Wasser ist bei Temperaturen, die unter 0 Grad sind. Und die können auch teilweise wirklich signifikant unter 0 Grad sein. So. Hier kommen die Partikel auch wieder ins Spiel. Was die machen ist, die machen das Wolkentropfen früher gefrieren. So, da kann man jetzt sagen, was interessiert mich das, ob die jetzt bei minus 38 oder minus 25 gefrieren. Das ist eine ganz wichtige Sache aus zwei Gründen. Der erste Grund ist die, da sagt die Frau Krämer gleich ein bisschen mehr zu, der erste Grund ist die, ob eine Wolke gefroren ist oder nicht, das ändert die Strahlungseigenschaften. Wenn wir jetzt wieder zum Sonnenschirm zurückkommen, von dem ich am Anfang gesprochen habe, das heißt,
die Menge an Energie, die mehr oder weniger zurückreflektiert wird in den Weltraum von Wolken, die hängt davon ab, ob die Tropfen flüssig oder gefroren sind. Das heißt, wenn wir wirklich verstehen wollen, was passiert mit unserem Klima, dann müssen wir auch wissen, wie sich Eis in Wolken bildet. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, was die wenigsten wissen, ist, dieser Prozess des Tropfengefrierens, der ist essentiell in unseren Breiten, dass sich Niederschlag bildet. Das heißt mit anderen Worten, wenn ohne das, was gefriert in der Wolke, wird es bei uns nicht regnen. Also für zukünftige Anwendung auch der wärmste Sommerregen in unseren Breiten, dann hat es irgendwo über uns gefroren. Und das ist ein wichtiger Punkt, wie gesagt, beim Niederschlag. Wir reden auch nicht über normalen Niederschlag, wir reden genauso gut über Extremereignisse im Niederschlag. Da spielt die Eisbildung auch eine Rolle. Okay, da ist die vorletzte Folie. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Eisbildung ist wichtig und unterschiedliche Partikel machen, dass Wolken bei unterschiedlichen Temperaturen gefrieren. Besonders interessant sind hier die biologischen Partikel, die wir hier oben haben. Das heißt, hier gibt es irgendwelche Rückwirkungen, dass sozusagen biologisches Material auch tatsächlich macht, dass Wolken gefrieren können. Was ich persönlich sehr faszinierend finde und wo wir im Augenblick massiv dran arbeiten. Okay, Wolken in Klimamodellen. Ich muss dazu sagen, also ich bin kein Experte der Klimamodellierung. Ich weiß ein bisschen, was da passiert naturgemäß, aber ich bin jetzt kein globaler Klimamodellierer, sondern mehr ein Zuarbeiter. Ich sehe mich als Zuarbeiter, der sozusagen Wissen bereitstellt, damit die in diesem Modell implementiert werden. Der Stand ist, Wolken in Klimamodellen, also es ist teilweise an grundlegendem physikalischen Verständnis mangelt. Das heißt, es ist das, was ich gesagt habe, wir haben die Wolken einfach noch nicht verstanden. Wenn wir sie nicht verstanden haben, ist es sehr schwer, sie wirklich in Zahlen zu fassen, sodass sie in den Modellen vernünftig beschrieben werden können. So, selbst wenn ich sie verstanden hätte, ist ihre Modellierung sehr, sehr aufwendig. Das heißt, zeitintensiv, ich brauche riesengroße Computer und die Computer, die man eigentlich bräuchte, um sowas, sagen wir mal, richtig zu machen, wenn es sowas wie ein richtig gäbe, die gibt es heute noch nicht. Das heißt, ich muss die immer vereinfachen, die Darstellung. So, dann haben wir noch ein grundsätzliches Skalenproblem, wie wir das nennen. Das heißt, Wolken, sagen wir mal, die haben so eine Ausdehnung von Kilometern. Die Globalmodelle bedecken praktisch den ganzen Globus. Das heißt also, eine Wolke explizit in so einem Klimamodell zu rechnen, ist eigentlich, geht nicht. Ist völlig utopisch. Macht auch gar keinen Sinn. Das heißt, was gemacht wird, Wolken werden in parametrisierter Form behandelt. Was aber instantan bedingt, dass wir halt eben die Klimamodelle halt eben auch mit Messwerten validieren müssen, weil wir haben nicht die komplette Physik drin, sondern wir haben eine abgespeckte Version, wenn man es mal salopp ausdrückt, und die müssen wir überprüfen, ob die wirklich noch funktioniert oder nicht. Dafür sind also Messwerte ungeheuer wichtig. So, was können wir liefern für die Zukunft zur Verbesserung dieser Modelle? Wir können liefern Prozessverständnis, das heißt, wie bilden sich Wolken und wie gefrieren die. Wir können dann bei dessen Quantifizierung mitwirken, das heißt wirklich sozusagen die Zahlenwerte verbessern, die diese Modelle liefern, ein bisschen mehr Physik reinbringen. Und last but not least, jede Menge atmosphärische Messwerte, um halt eben wirklich zu überprüfen, ob die Modelle jetzt auch wirklich sinnvolle Vorhersagen machen oder nicht. Und das sind eigentlich die Hauptsachen, in denen ich mich jetzt, und das gilt sicherlich in Teilen auch für die Frau Krämer, als Grundlagenforscher wirklich in diesem Bild sehen. Das heißt, wir sind Zulieferer, wir erhöhen sozusagen das allgemeine Verständnis dazu, auch das Zahlenmäßige, und liefern damit natürlich auch ein Produkt, was die Modelle gebrauchen können. Okay, damit bin ich durch. Oh, erstmal möchte ich mich noch herzlich bedanken für die Einladung, dass Sie auch gekommen sind, um zuzuhören. Und möchte jetzt noch mal einen kleinen Schlenker zurück machen, bevor ich zu unseren Messungen komme, und noch mal erklären, warum es so kompliziert ist, wie die Wolken im Klimasystem wechselwirken. Herr Stratmann hat schon eingeführt, schön, dass wir diese verschiedenen Wolkenarten haben, niedrige, mittelhohe und hohe Wolken. Die niedrigen, bei warmen Temperaturen, also über 0 Grad, aus reinen Tropfen bestehen. Diese Wolken habe ich jetzt hier mal schematisch dargestellt, wie sie auf Sonnenstrahlung reagieren. Man hat also von der Sonne einfallend die Strahlung, die oben auf die Oberkante der Wolken trifft, und ein Teil davon kommt unten wieder heraus. Aber die Wolke macht
schlicht und ergreifend, sie macht einen Schatten und den Effekt kennt jeder, kommt die Wolke, ist es nicht mehr so heiß. Und das ist der sogenannte kühlende Effekt, den Wolken auf das Klima haben. Und geht man, je weiter nach oben man geht, umso dünner können die Wolken werden. Zum einen, weil weniger Wasser in der Luft ist, zum anderen, weil sie aus Eis bestehen und nicht mehr aus flüssigem Wasser und weniger Eiskristallen als Tropfen. Das heißt, hier oben die reinen Eiswolken, scheint auch die Sonne drauf. Die machen auch ein bisschen Schatten, aber der Schatten ist lange nicht so dick wie bei einer flüssigen Wolke. Das heißt hier, die wirken weniger kühlend. Das heißt, je höher man kommt, je höher die Wolken sind, umso geringer ist der kühlende Effekt. Um das Bild komplett zu machen, sieht man hier noch rote Pfeile und das ist die Abstrahlung der Erde, also die Sonnenstrahlung, die hier unten auftrifft, heizt die Erde auf und die wird dann umgewandelt in langwellige Ausstrahlung. Und diese langwellige Ausstrahlung koppelt wieder rück mit den Wolken. Die Abstrahlung ist relativ unproblematisch in den Warmwolken, denn das funktioniert so, die warme Wolke hat ungefähr die gleiche Temperatur wie die Erdoberfläche. Deswegen kann die Abstrahlung die warme Wolke gar nicht beeinflussen. Die bleibt, wie sie ist. Aber je höher man kommt, je kälter sind die Wolken. Und dann nehmen die abgestrahlte Wärme wieder auf und reemittieren sie in die Atmosphäre. Was also bedeutet, dass die hohen, je höher man kommt und vor allen Dingen die Zirren, dass der Nettoeffekt von der eingefallenen Sonnenstrahlung, die kühlt, und der wieder eingefangenen Erdabstrahlung nicht mehr eine Kühlung ist, sondern eine Erwärmung. Und was der Frank Stratmann gezeigt hat am Anfang, im globalen Mittel wirken die Wolken kühlend. Und man hat auch schon relativ gut verstanden die Zusammenhänge von den flüssigen Wolken zu der kühlenden Wirkung. Aber je mehr Eis in einer Wolke drin ist, umso komplizierter wird das Spiel, umso komplizierter wird der Nettoeffekt. Da erzähle ich gleich noch ein wenig mehr dazu. Jetzt aber erstmal hier ein Bild. Das ist die Verteilung der Wolken, wie sie jetzt bei IPCC 2013, das erste Mal ein wirklich vollständiges Bild, ermittelt aus Satellitendaten. Und jetzt sieht man hier Äquator und dann Nordpol, Südpol und die Höhe. Die verschiedenen Farben sind die Häufigkeiten des Auftretens. Und dann wieder die Bereiche flüssige Wolken, die Gemischtphasenwolken und die reinen Eiswolken. Das heißt, das ist was die globalen Modelle auch erstmal reproduzieren müssen. Und unsere Messungen bewegen sich eben hauptsächlich in dem Bereich von den minus 38 Grad. Ab da gibt es keine flüssigen mehr, darüber ist alles Eis. Das ist jetzt unser Hauptgebiet und wo wir Flugzeugmessungen machen, um die Wolkeneigenschaften der Cirruswolken zu ergründen. Und da möchte ich hier nochmal darauf hinweisen, hier in den Tropen hat man sehr hohe, sehr kalte Zirren mit einem sehr hohen Bedeckungsgrad. Da komme ich dann nochmal drauf zurück, jetzt nur um es mal die Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Was wir machen, hier, das ist jetzt eine Weltkarte und hier eingezeichnet habe ich mal die meisten Flugzeuge, wo wir unsere Messgeräte draufgeschraubt haben und Messkampagnen gemacht haben. Insgesamt in den letzten, in den letzten 15 Jahren haben wir 16 Kampagnen gemacht, wo wir in Zirren und in den letzten Jahren auch in die Mischphasenwolken hineingeflogen sind und Daten gesammelt haben. Hier diese rötlich-bläulichen Punkte. Das ist jetzt die gesamte Datenbasis, die wir haben in Cirruswolken. Die beläuft sich mittlerweile auf ungefähr 90 Stunden.
und wovon aber ein großer Teil in, bei den Messkampagnen im letzten Jahr gesammelt wurden, die wir gemacht haben mit, hier, das ist das neue deutsche Forschungsflugzeug HALO. Und HALO, das L darin, bedeutet Long Range. Das heißt, damit können wir wirklich weit fliegen. Und diese große Reichweite des Flugzeuges hat es uns eben ermöglicht, während der Messkampagnen viel, viel mehr Wolken zu beproben als früher. Und jetzt komme ich, hierzu nochmal. Warum wollen wir in den Zirren die Zirreneigenschaften jetzt so genau vermessen? Jetzt habe ich hier nochmal wie das gleiche Bild wie eben, aber es sind zwei Zirren in der gleichen Höhe. Sind jetzt hier dargestellt. Das heißt, ihre Wärmeaufnahme ist die gleiche, aber man sieht, es gibt hier große Unterschiede in ihrer kühlenden Wirkung. Und das liegt, wie der Frank Stratmann schon gesagt hat, an den gefrierenden Aerosolen. Die können sehr unterschiedlich sein und die gefrierenden, die verschiedenen Aerosolpartikel können ganz verschiedene Zirren machen. Zum Beispiel ein optisch dünner Zirrus, der aus wenigen großen Eiskristallen besteht, oder es kann ein optisch dichter Zirrus, der dann stärker kühlt, entstehen, weil er viele kleine Eiskristalle hat. Und da möchten wir gerne zu beitragen, also alleine eine großräumige zeitliche Bestandsaufnahme dazu zu machen, wie die Zirren verteilt sind. Das ist jetzt, sagen wir mal, eine Facette, wie die Aerosole Zirren beeinflussen können. Es gibt aber auch noch einen Einfluss, das habe ich jetzt hier nicht noch dargestellt, das sage ich in Worten. Zirren können, die Aerosole können auch machen, dass der Zirrus schon bei bei höheren Temperaturen, also schon hier entsteht, anstatt hier oben. Wenn er hier runterrutscht, hat er natürlich sofort nicht mehr so eine starke wärmende Wirkung. Und auch das können die Aerosole verursachen, dass die Zirren rauf und runter rutschen, dass sie verschiedene Eiskristallzahlen und Größen haben. Und auch, es kann ein kleiner Zirrus sich bilden oder es kann eine große Abdeckung sein und das wird alles von Aerosolen getriggert. Dieses Bild jetzt ist aus einer Veröffentlichung von 2012. Es zeigt die Temperatur im Zirrusbereich. Hier sind wieder ungefähr die minus 38 Grad Celsius. Das hier sind minus 80 Grad, also das ist der Bereich, in dem Zirren existieren. Und hier an der Seite sind jetzt einfach mal nur Eiskristallzahlen aufgetragen. Und dieser graue Bereich hier, das hier, können Sie sehen, hier steht Ops Kramer. Das ist ein Datensatz, den wir publiziert haben in 2009. Das waren alle Messungen an Eiskristallen, die wir damals hatten. Und diese Linien hier will ich nicht sehr viel drauf eingehen, warum die unterschiedlich sind. Aber das ist eines der großen globalen Klimamodelle, die jetzt versucht haben, eben ihr Modell zu validieren an dem Datensatz. Und also wo sie verschiedene Parametrisierungen für Eisbildung gemacht haben und geguckt haben, kriegen wir das denn überhaupt hin, die Eiskristallzahlen zu reproduzieren, die gemessen worden sind. Wie man sehr schnell sieht, geht nicht gut. Vor allen Dingen hier, und das ist der Bereich, wo ich eben gesagt habe, in den Tropen, wo ungefähr 30% des Globus sind in den Tropen mit Zirren bedeckt im Jahresmittel. Und man sieht, dass die Modelle also da wirklich falsche Eiskristallzahlen und somit auch falsche Strahlungsrückkopplungen rechnen. Diese Parametrisierung müssen noch verbessert werden. Seitdem, es hat sich auch schon was getan. Jetzt muss ich aber auf der anderen Seite auch noch sagen, zu unserem Datensatz, es waren damals 8,5 Stunden. Und der damals auch schon größte Datensatz, der vermessen worden ist, weil es eben schwierig ist, dahin zu kommen. Das heißt, wir sind von damals 9 Stunden, wo man auch noch Geräteprobleme hatte und so weiter, jetzt mit modernen Geräten auf ungefähr 90 Stunden aufgewachsen und können
den globalen Modellen eben jetzt noch mal was ganz anderes zur Verfügung stellen. Hier kann ich auch noch erwähnen, dass das hier nicht die einzige Veröffentlichung ist, sondern für mich damals überraschend haben sich alle globalen Modellierer seit der Veröffentlichung diesen Datensatzes damit abgeturnt, zu versuchen, das zu reproduzieren, was die Messungen zeigen. Und es sieht immer gleich aus. Also diese tropischen Wolken werden nicht erfasst.